Leute, herzlich willkommen zurück bei Killzone 2. Ich muss eine ganze Ecke nachspielen. Ihr seht, ich habe meine super tolle Waffe wieder. Müsste die Katze nochmal kommen, oder? Why didn't second platoon? I'll deal with these two myself. Didn't I kill all of you yet? Cut them off. Nein, sieht noch nicht so aus, als hättest du uns alle getötet. Uns zwei tötest du sowieso nicht. Ja. Okay, ich nehm's zurück, es sind doch ein bisschen viele Hellgäste. Den habe ich gut erwischt. Ja, Rico, du solltest davon hinweggehen. Das ist nicht gut, wo du da stehst. Du sitzt zusammengekaut und feige. Ah, ich hätte so gern diese Knarre hier oben auf dem Balkon, ja, mit 200 Schuss. Das wäre genial, aber leider geht das nicht. Da gibt es dann wieder Standardwaffen. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Da war doch gerade jemand. Da ist er. Und da ist er weg. So einfach geht's. Da ist einer, da ist er weg. Da oben ist Redek, der versucht immer da runter zu ballern. Er versucht es nicht, er macht es halt einfach. Mit seiner komischen Kämmer, was er da hat. Im Laufen erschossen, das war gut. So, noch 41 Kugeln, dann ist auch diese Waffe leer. Ist halt immer ein bisschen bescheuert. Genau, die kommen doch jetzt hinter uns. Au, 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 au. Wo, wo, wo? Stehst direkt neben mir. Ich hab keine Müll mehr. Ah, lass mich mal da rein, da waren noch irgendwo Waffen. Ein Shotgun ist doof, Sturmgewehr ist gut. Ey, der macht mir Feuer unterm Arsch. Rico, aus, Sitz, Platz. So, der ist mit dir reingelaufen, das freut mich. Das freut mich natürlich sehr. Ach, hey. Ich hab schon wieder vergessen, wie viele das sind. Und flieg! Das war eine Warnung. Ich habe keinen damit getötet. Das war eine pure Warnung. Wo willst du denn hin? Bleib hier. Und tschüss. Ach hey. Da gehen die Kronleuchter flöten. Geil. Wir versuchen uns wirklich zu zermanschen da. Das geht aber gar nicht. Also gehen tut schon, aber ich will nicht, dass du das machst. Aha, hab Redek erwischt. Okay, jetzt müssten die Balkone aufgehen, theoretisch. Jawohl, so ist es. Oh, da ist gerade ein Hellgeist vorbeigestiefelt. Naja, ich lass ihn mal. Wie ich alles treffe, nur nicht den Typen. Oh. Und nochmal. Wenn ich jetzt dieses wunderschöne Gewehr mal nachladen würde, in meiner Freizeit, dann wäre das alles super. Okay, soweit waren wir schon mal. Immer das Problem, wenn man mal ein paar Stunden Pause macht, man kommt zurück, ne? Dann muss man vom Checkpoint unten wieder anfangen. Ja. Ja, so ist der. Die ISA hat's halt nicht einfach. Was soll man da machen? Wo bleibst denn du hin? Bleib halt hier. So viel Spaß und Action hier oben. Müsste gleich das Überfallkommando kommen, oder? Ja, da kommen sie. Au. Mich von allen Seiten anhippen, ey. Das ist so wunderschön. Ah, da rechts kommt einer. Korrigierte 2. Rico, halt die Stellung da links. Ist das möglich? Natürlich ist das nicht möglich, weil du bist zu nix, ey. Das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt. Ah, da. Autsch. Incoming was?
was ich da Kugeln fressen würde. Das ist ja echt nicht mehr fertig. Da fang. Ja, ey, 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 ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Und dich sehe ich auch. Lauf rein ins feurige Bild. Wandgemälde-Dingens da. Wie Rico halt zu nichts fähig ist, da kann ich mal einen Typen ausschalten. Sind da noch welche? Tatsächlich. Wollte ich eine Granate werfen? Ich glaube, es sagt. Oh, oh, oh. Rocketeers, Rocketeers. Gib mir den scheiß Sniper, bevor ich drauf gehe. Bescheuert, du musst manuell aus dem Zoom rausgehen. Ah, das kann ich wieder alles machen. Der Level ist mir aus nervig. Das ist brutal. Das geht auf keine Kuhhaut, ey. Wenn du einmal falsch stehst da oben, bist du automatisch tot. Das ist das, was mich so pissig macht. Du bist schuld. Scheiß Hellgeist. Es war wieder so weit. Und was passiert? Ich verkack's wieder. Auf dem Papier und in der Theorie wäre es total einfach. Ja, hochlaufen, linke Seite, rechte Seite sichern, Raketentypen plätten und dann Reddick plätten. Ja? Auf dem Papier super easy. Ausführung, nicht so einfach. Was zum Teufel hat mich da gefickt? Vor allem explodiert irgendwas. Pff. Oh Gott, ich werde hier noch ewig hängen an dem Level. Das ist das Ending vom Spiel, ja? Ich bin einen Schritt vom Ending entfernt, ja? Nur dieser eine blöde Raum mit diesen ganzen blöden Pennern. Mehr ist es nicht. Waren sie dann schon ein bisschen unkreativ, oder? Wenn ich sagen muss, hey, unser letzter Endkampf ist einfach ein Riesenraum mit haufenweise Gegner. Warum habt ihr keine Helme auf? Was ist denn mit euch los? Wisst ihr, was da alles passieren kann? Das ist total unsicher. Sicherheit geht vor. Wobei, ich habe auch keinen Helm auf, von dem er hält. Okay, da kommt die nächste Welle. Warte, Klappe, Rico, dich freckt keiner. Ich will von dir nichts mehr hören, schieß einfach. Nächstes habe ich da die Möglichkeit, unendlich Granaten zu farmen hier oben, ja. Weil da gerade das Munitionsdepot hinter mir liegt. Das ist schon gut so. Das hat schon alles so seinen Sinn. Rico links, Rico links. Der macht überhaupt nichts. Muss mich ich wieder drum kümmern, weil ich habe sonst nichts zu tun, ne? Oder die Wolfe. Auf was schießt ihr denn? Achso, auf mich. Ich habe euch doch noch gar nichts getan. Hey Rico, jetzt stell mich mal bitte ein bisschen an. Ich will das irgendwann mal schaffen hier. Ja.
Ach, wirklich? Wir sind unter schwerem Beschuss, Rico. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Vielen Dank für die Info. Ich muss mich hier übermenschlicherweise total krass konzentrieren und er macht überhaupt nichts. Rico, das ist mir total egal, was sie mit dir haben. Das glaubst du gar nicht. Ich weiß nicht, ob die Typen jetzt schon da sind oder nicht. Sieht nicht so aus. Sonst hätte ich schon Raketen fliegen sehen, aber hey. Dürfte nicht mehr allzu lang dauern. Ah, jetzt kommen sie. Ah, fuck. Ja, Supi, wohin denn? Der Explosionsradius von den Raketen ist auch heftig. Okay, zwei habe ich erwischt. Da müssen noch zwei sein. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das war der Checkpoint. Speichern tut er auf jeden Fall. Oh, 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 das sind noch mehr. Autschi, autschi. Nein, 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 bitte nicht ins Gesicht. Fuck, wenn ich was sehen würde. Wo trifft mich denn die ganze Zeit jemand? Das gibt's doch nicht. Ich hätte dann doch schon mal gern Zeit zum Snipern irgendwo, weil da irgendwo der Airbus-Cheater ist, aber. Hat die Klappe in Hau ab. Habe ich da gerade die Rakete von dem Typen getroffen? Ja, wie viel RPGs denn noch, ey? Guckt euch den Mist doch mal an, wie soll man das denn überleben? Nächstes hier ist das Geröll jetzt weg, dass ich da vorbei kann. Okay, kill Reddick. Das heißt, Verstärkung bekommt er keine mehr, oder was? Oh, be killed.
dass er nicht viel aushält, ne? Oh oh. Er hat eine Shotgun dabei, der Sack. Ah, shit. Der hättet euch alle mit seinem Knife ein, zwei Mal und dann ist es vorbei. Instant. Ja, nicht instant. Wenigstens war hier ein Checkpoint, da bin ich schon mal froh. Was ist der Typ? Toll, dass ich den immer nicht sehe. Das Ending von Killzone 2 ist einfach nur dermaßen beschiss. Dermaßen beschiss und lame gemacht. Ohne Ende. Geht auf keine Kuh her. Du siehst den Typen aber auch überhaupt nicht. Der taucht auf einmal auf. Auf einmal ist er da. Keine Schlieren oder sowas, dass du irgendwie sehen könntest. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Nö, nee, gar nicht. Wenn du dich dann nicht permanent 360 Grad drehst, hast du so dermaßen verschissen. Und Jiko macht natürlich wie immer nichts. Kennt man ja mittlerweile zu Genüge. Alter, wie viel hält der denn aus? Wir auch noch nicht verfolgt permanent. Rico ist ihm scheißegal, nur ich zähl. Ja, steh halt auf, oder? Kleine Pussy, du. Kill themselves. Classy. Saves me the time to finish this thing now. Or maybe that sick fuck Reddit killed him for practice. Where's Vasari? I want to break that motherfucker's face myself. Either way, they got what they deserved. Let's go collect their balls. Vasari. Scholar Vasari! Scholar Vasari, I'm placing you under arrest under Article 20... And who are you, soldier? Savchenko. Sergeant, first class. They send a sergeant to take... Vasari? Are your commanders really all
so afraid? War's over, Vasari. You lost. Really, Sergeant? And who won? The cowards who commanded you and your comrades here to die? The Helghast have lost nothing. We fight for who we are. We wear our wounds like badges of honor. Helgan is ours, and we will die before we let it fall to plunder us. That is why your leaders dare not make a martyr of you. Your fleet burned, your friends butchered, and you become a hero for saving my life? Does that sound like a victory to you, Sergeant Sevchenko? Son of a bitch. Good men have died, and I'll see you rot in a cell for it. You'll pay for what you've done. For giving my people pride, purpose. We have built this great nation from nothing. Take me, and Helgan will dissolve into chaos. The ISA war machine, powerless against the sheer will of my people. We will choke the streets with our dead before we surrender. Your masters will beg me to restore order. You have not won. You will not! Rico, no! Sergeant? Sergeant, what happened? Shit. Seth! God damn it! Rico hat schon wieder getan. Wie viele Leute hat dieser Mann auf dem Gewissen? Das gibt's doch nicht. Ich hasse den Kerl so dermaßen. Ja, die ISA hat nichts gewonnen. Die Helghast stehen immer noch stark. Wir haben nur einen kleinen Teil ihrer Armee vernichtet. Ja, einen ganz kleinen Teil. Riesige Flottenträgerschiffe kommen. Die Sari ist tot. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Chaos aufhalten können.
Killzone 2 für mich immer noch der beste Ego-Shooter auf Konsole. Wahnsinnig cool gemacht. Ich mag den Stil davon einfach, ich mag die Hellguests. Und ich bin immer noch der Meinung, die Hellguests sind die Guten, sie verteidigen nur ihren Planeten, sie verteidigen nur das bisschen, was sie haben, gegen die ISA. Und naja, das war Let's Play Killzone 2. Die Story geht natürlich weiter in Killzone 3, das ich noch nicht durchgespielt habe. Vielleicht mache ich es noch. Ich denke, ich mache jetzt erstmal eine Pause von Ego-Shootern. Ich habe noch einige andere Projekte am Laufen. Die brauchen natürlich auch ein bisschen Liebe und müssen auch fertig gemacht werden. Ich hoffe, ich sehe euch auch bei meinen anderen Projekten wie Baldur's Gate, Bound by Flame, Outlast und so weiter und so fort. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Support, fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich, dass ihr auch die Hellguests besser findet aus die ISA. Ich bin euer Zagon. Ich sage wie immer, stay tuned. So long. Wir sehen uns beim nächsten Projekt.